hat die Dame denn? Sowas nennt man Arbeitsteilung. Sie lächelt, ich spreche. Verstehe. Wie nennen wir das Kälbchen eigentlich? Aber es ist doch ganz schwarz. Du bist selber ein Rassist. Außerdem sollten Sie für eine gewisse Zeit keinen Geschlechtsverkehr haben. Wie lange? 3 Wochen. Was heißt nicht damit einverstanden? Aber ihr könnt euch doch wohl mal zurückhalten. Ihr seid doch keine Tiere, also wirklich. Hör auf so viel zu hupen, Papa. Du bist doch nicht behindert. Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber wir müssen unser Glück ja nicht mit der ganzen Welt teilen. Sag doch nicht Idioten, das sind deine Wähler. 1, 2, 3, 4. Ich muss euch was sagen, etwas sehr Wichtiges. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich bewerbe mich bei der Maîtrise de Radio France. Das ist eine Gesangsschule in Paris. Monsieur Thomasson, mein Gesangslehrer, meint, ich könnte es schaffen. Der Hof, der Markt, Papas Wahlkampf, wie ihr das organisieren sollt, genau das ist der Punkt. Wir müssen eine andere Lösung finden. Ich mach die Prüfung in Paris nicht. Sie sind eine miese Stümperin. Ich hör auf. Wir fahren nach Paris? Eine Koalition? Aus uns 4? Möchten Sie ein Stück Käse, Bürgermeister? Sagen Sie, denkt Ihr Vater wirklich, die Leute von La Salle würden einen Gehörlosen wählen? Warum sollten Sie keinen Gehörlosen wählen? Sie haben ja auch einen Idioten gewählt.